Grüß euch, wir sind noch heute in der Fit Lounge in der D-Band und ich treffe mich jetzt mit der Christina Notdufter, Schwimmerin aus Osttirol, die vor kurzem eben den Staatsmeistertitel errungen hat, auf ein Gespräch und ich bin schon ganz gespannt, was sie zu sagen hat. Du hast ja vor ein bisschen mehr wie einem Monat, so Ende Juni glaube ich war es, den Staatsmeistertitel über 50 Meter Brust geholt. In welcher Zeit waren das? 31,91 bin ich da geschwommen. Und wie schlug sich die Zeit so im internationalen Vergleich? Also bei der EM bin ich geschwommen 32,0 im Semifinale und dann bin ich auch 16. geworden. Und mit 31,9 war er die gewesen ungefähr 14. von Europa. Also war ich schneller jetzt bei den Staatsmeisterschaften als in London. Und das ist eigentlich ganz cool, weil ich habe mich jetzt nicht so vorbereitet wie bei der EM und habe es eher lockerer gesehen. Und dann ist das Ganze eigentlich recht gut gegangen. Und worauf kommst du beim Brustschwimmen eigentlich drauf an? Wichtig ist halt der Rhythmus. Sobald du keinen Rhythmus hast, den du eigentlich brauchst, dann ist das Rennen eigentlich schon nicht kein gutes Rennen. Und besonders darauf achten muss ich auch immer beim Beinschlag, dass der immer schön schließt. Und da habe ich oft die Probleme eben mit dem Beinschlag, dass ich da zu wenig schließe und nachher das Ganze eben halb ist und nachher hat man halt weniger Druck und das Ganze sind halt dann immer ein paar Zehntel oder Sekunden. Du hast ja bis zuletzt eigentlich um die Teilnahme an die Olympischen Spiele in Rio gekämpft. Warum hat es denn trotz der guten Form eigentlich nicht hingehauen mit der Qualifikation? Ja, das Problem war halt, dass ich eher 50 Meter Schwimmerin bin und 100 Meter schon auch schwimme, aber halt meine Hauptdisziplin ist halt 50 Meter. Und das war halt dann schwierig, weil ich eben auf die letzten paar Meter dann immer recht eingegangen bin. Und ich habe es eh probiert, heuer das Training ein bisschen umzustellen, aber in einem Jahr kann man das halt nicht so schnell umändern alles. Und jetzt muss ich einfach schauen, dass ich für die nächsten 4 Jahre einfach mehr Ausdauer kriege und das dann auf 100 Meter halten kann. Weil wenn ich mit 50 Meter so angehen kann und das so halten kann, dann kann ich auch 100 Meter schnell schwimmen. Und das ist auch sehr wichtig für 100 Meter, dass man einfach schnell angeht und das aber dann haltet. Also bist du sehr enttäuscht oder freust du schon voll auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio? Nein, ich war jetzt überhaupt nicht enttäuscht, weil halt alle gesagt haben Semifinale und dann jetzt gleich 16. Und ich denke mir so, das habe ich noch nie geschafft und ich muss das erst, also ich war echt froh, dass ich das geschafft habe. Und wo ich ausgestiegen bin, war ich echt stolz auf mich selber irgendwie, weil ich gewusst habe, 16. ist jetzt nicht irgendwas, finde ich, weil ja, das hat mir schon getaugt. Und ich habe mir gedacht, das ist einfach irgendwie eine Motivation für mehr nachher und ich werde dann auch noch weiter trainieren, bis ich dann im Finale bin und nachher vielleicht auf dem Podium stehe. Ja, jetzt möchte ich auf alle Fälle 4 Jahre weitermachen und dann schauen, dass ich nach Tokio komme und jetzt eben bei EM schauen, dass ich mich da weiter nach vorn platziere und ja, ich werde jetzt mich vorbereiten für Dezember, für die WM in Kanada und dann möchte ich eben das Limit schwimmen. Und das ist dann schon bis Ende Oktober ist die Frist, da muss ich das Limit schon haben. Also muss ich jetzt Vollgas geben. Was hast du für weitere Karriereplanung? Gibt es schon einen ganz konkreten Berufswunsch, sowas in der Richtung? Also ich studiere gerade Lehramt, Sport und Psychologie, Philosophie. Und ja, da möchte ich nachher irgendwann Lehrer sein, ja. Danke und noch weiterhin viel Erfolg. Danke. Bei deinen weiteren Wettkämpfen.